Hallo, heute gibt es wieder ein neues Gelesen-Video. Ja, wundert euch bitte nicht, dass es zwischendurch einige Cuts geben sollte. Ich habe im letzten Video gemerkt, dass es doch ja, ziemlich schwierig war, bei den ganzen Sachen, die ich gelesen habe, dazu einigen noch irgendwas zu sagen. Und deshalb habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, wenn ich einige Bände gelesen habe, dass ich dazu ein Video mache und dann zu den neuen, die ich gelesen habe, auch wieder ein extra Video und zum Ende, dass ich das alles dann in einem Video zusammenfügen werde. Also deshalb nicht wundern, wenn zwischendurch denn irgendwie es mal anders sein sollte oder so. Aber so habe ich jetzt entschieden, dass das für mich doch ein wenig leichter ist und dann habe ich am Ende auch nicht mehr so einen Riesenstapel hier zu stehen. Und ja, ich fange mit den ersten Bänden an, die ich gelesen habe. Und zwar ist das Pandora Hearts Band 9, Band 10, Band 11 und Band 12. Ja, also die waren wieder richtig gut, haben mir mega gut gefallen. Ja, es geht jetzt in der Story weiter voran. Man hat jetzt so auch noch etwas mehr erfahren, was da passiert ist vor 100 Jahren. Also war echt mega spannend und interessant. Ja, es gibt irgendwie so ein paar, ich weiß nicht, paar Szenen oder so, wo ich denke, dass das Oz irgendwie gar nicht Oz ist. Besonders bei dieser Szene, er wirkt echt verändert. Also da habe ich echt so das Gefühl, als ob das eine ganz andere Person ist und er in Wirklichkeit ja, die gar nicht ist. Ich fand auch die Rückblenden oder ja, was sie so von Gil gezeigt haben, was da früher passiert war, hat mir auch echt gut gefallen. Ja, fand ich auch mega gut. Jetzt hier in Band 12, ja, wie soll man sagen, gibt es mal eine kleine Auszeit. Das fand ich auch richtig toll. Ja, auch dieses Bild, da sieht man so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Da denkt man gar nicht, was da noch irgendwie so passieren kann. Also hat mir richtig gut gefallen. Bis auf, ich muss sagen, ich hasse Vincent. Also, der ist mir in diesen Bänden überhaupt nicht geheuer. Den kann ich überhaupt nicht leihen. Irgendwas führt der noch im Schilde. Ich bin nicht sicher, was da noch so passiert. Aber wie gesagt, die vier Bände waren echt schon mal mega gut und haben mir richtig gut gefallen. Dann habe ich noch gelesen Duskmane of Amnesia, Band 1. Und Band 2, ja, ich musste mich mit dem Zeichenstil ein wenig anfreunden. Also der war mir jetzt nicht ganz so geheuer. Aber ansonsten waren die zwei Bände, die haben mir ganz gut gefallen, war ganz nice. Und ich bin gespannt auf, ja, auf die anderen Bände. Und als drittes habe ich dann noch gelesen Scary Lessons Band 7. Auch hier eine wunderschöne Farbseite, die ich richtig toll finde. Auch hier. Ja, waren auch wieder echt geniale Stories dabei. Dieser Band hat mir wieder besser gefallen als der letzte. Der war ja nicht so gut gewesen, aber der hat mir richtig gut gefallen. Also waren wieder mega spannende Geschichten drin, sehr interessante Geschichten. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Band und hoffe, dass die Geschichten weiter so gut bleiben. Und bin echt gespannt, was, ja, was die Reihe noch so, was die noch so zu bieten hat. Den nächsten Manga, den ich gelesen habe, ist ein Einzelband und zwar Bilder der Liebe von Akaza Samamiya. Ja, ich bin ja ohne irgendwelche Erwartungen an den Band rangegangen, also ich war ziemlich neutral. Muss jetzt aber sagen, der Band war gar nicht so schlecht, also er hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es auch gut, dass sich so die Story durch die ganzen Kapitel durchgezogen hat. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass es jetzt nicht wirklich nur um sie hier ging und den Typen, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war, ich glaube, es war er. Ja, dass es nicht nur um die beide ging, sondern auch um die anderen beiden, die dort in dieser Zeichenschule sind. Die hatten auch ja, jeder ein extra Kapitel, also das hat mir echt gut gefallen. Das hat, ja, das war richtig gut. Ja, war zwar ein offenes Ende, aber ansonsten fand ich den Band richtig gut und er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann habe ich auch wieder eine Reihe abgeschlossen und zwar Vogelkäfig-Syndrom, auch von Akaza Samamiya, Band 1 und
Band 2. Die Geschichte war nicht schlecht. Sage ich es erstmal so. Sie hat mir relativ gut gefallen. Ja, der Zeichenstil fand ich auch sehr schön. Ich finde aber, man hätte ja einen dritten Band noch dazu machen können. Also ich fand zwei Bände waren irgendwie, ja, es kam an manchen Stellen so gestreckt, ne, gestreckt nicht mehr gekürzt vor, dass es ja nicht so mehr ausgebaut wurde. Also das hat mir gefehlt. Da gab es doch ein paar Dinge, die für mich zu kurz gekommen sind. Aber ansonsten, ja, fand ich die Story sehr gut. Das Ende war auch toll. Bloß, ich glaube, es ist ein Fehler in diesem Band. Und zwar ist hier hinten ein, ja, hier oben so ein Stammbaum, wenn man es so nennen kann, abgebildet. Und zwar steht hier unten, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, da steht dann Stiefbrüder. Aber eigentlich sind sie ja Halbbrüder, weil sie haben ja denselben Vater. Oder ja, entweder liege ich jetzt falsch, aber ich glaube mal ja nicht. Oder das ist jetzt da ein Fehler von diesem Stammbaum gewesen. Aber ansonsten, ja, war die Reihe sehr gut. Ein dritten Band wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, aber so für zwischendurch oder für einen Anfang, ja, war die Geschichte eigentlich ganz gut. Die nächsten zwei Bände, die ich gelesen habe, es war spontan. Ich wollte eigentlich die gar nicht weiterlesen, aber ja, ich hatte mich dann doch spontan dazu entschieden, sie zu lesen. Und zwar habe ich auch weitergelesen, Band 3 und Band 4 von Duskmane of Amnesia. Ja, wie gesagt, es war spontan. Ich wollte eigentlich gar nicht damit weitermachen, sondern erst eine Pause machen. Aber ich muss sagen, Band 3 hat mir echt gut gefallen. Mir hat diese Geschichte mit diesem, ja, ich glaube, sie ist alle 6 Jahre unterm Kirschbaum oder so. Also die hat mir echt gut gefallen. Die war wirklich sehr gut. Wie auch gesagt, die ersten zwei Bände waren ja jetzt nicht so meins gewesen, aber der Band war richtig gut. Und das Ende von diesem Band, also ich weiß nicht, diese Fratze, ey, also ich glaube, wenn ich das im Dunkeln gelesen hätte, da hätte ich mich dann doch schon ein wenig erschreckt. Und auch Band 4, auch wieder. Band 4 hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Das war wieder ein besserer Band, auch ein sehr guter Band, der mir richtig gut gefallen hat. Ja, ich freue mich auf einen weiteren Band. Bin gespannt, was da noch so für, ja, für Geschichten erzählt werden und lass mich überraschen. Dann habe ich als nächstes sehr viele Bände einer Reihe gelesen. Oder eher gesagt, ich habe die Reihe angefangen. Und zwar habe ich angefangen mit Black Butler. Da habe ich gelesen Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7. Und Band 8. Im Band 8 ist ja so in sich der neue Arc, also der Zirkus-Arc, abgeschlossen. Ich muss aber ehrlich gestehen, mich konnte der Band leider, so leid es mir auch tut, vom ersten Band an gar nicht so überzeugen. Ich bin echt großer Fan von dem Anime und habe gedacht, boah, ey, wenn du jetzt den Manga liest, ist auch so, aber ich habe immer so ein Problem, wenn ich vorher den Anime gesehen habe und danach den Manga lesen will, dann habe ich immer so meine Probleme. Aber manchmal geht es auch und manchmal nicht. Aber bei Black Butler, ich weiß nicht, ich hatte echt keine Ahnung. Ich bin in die Bände gar nicht reingekommen und auch sonst, ja, im Lesen. Ich weiß echt nicht, woran es lag. Ich finde es auch wirklich schade, weil ich habe mich echt gefreut darauf, die Reihe zu lesen. Aber ja. Es hat mir leider nicht zugesagt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Deshalb finde ich es gut, dass wirklich so im Band 8 ja, der Arc jetzt abgeschlossen ist. Das heißt, für mich schließe ich auch erstmal die Reihe ab. Vermutlich vielleicht später irgendwann nochmal. Aber jetzt, ja, lege ich die Reihe erstmal zur Seite. Ich will sie nicht mehr weiterlesen. Was ich wirklich sehr schade finde, da die doch eigentlich ganz gutes Potenzial hat, aber ja, ich möchte mich damit nicht weiter quälen und deshalb werde ich die Reihe auch erstmal, ja,
ein bisschen weiter hinten im Schrank reinstellen und eine Zeit lang abwarten, denn mal sehen. Aber ich glaube mal nicht, dass ich irgendwann doch nochmal ein Band kaufen werde und es wirklich dabei belasse und sie somit für mich beenden werde. Als nächstes habe ich mit einer weiteren Reihe angefangen und zwar ist das Servamp Band 1 und Band 2. Ja, hier muss ich leider sagen, ich weiß echt nicht. Es hat mich leider nicht so gut gefesselt, wie ich gedacht habe. Die Idee hat sich wirklich richtig gut angehört und ich war auch wirklich mega gespannt darauf, ja, die Bände zu lesen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich konnte mich hier auch nicht so wirklich dazu durchringen, die zu lesen. Ehrlich gesagt war ich dann auch froh, als ich die beiden Bände nun durch hatte. Und ja, was ich richtig schade fand, weil ich habe mich echt mega darauf gefreut, aber bin dann doch leider enttäuscht worden und ja, was ich wie gesagt doch echt schade finde. Deshalb werde ich es bei diesen beiden Bänden belassen, die Reihe nicht mehr weiterkaufen. Und ja, finde ich, wie gesagt, richtig schade, weil ich doch gedacht habe, eine wirklich mega coole Reihe, aber ich konnte sie leider nicht so überzeugen und deshalb ja, werde ich sie da abbrechen. Dann habe ich als nächstes auch eine weitere neue Reihe angefangen und zwar Orange Band 1. Dazu habe ich mich entschieden, nachdem ich die erste Folge des Animes gesehen habe, die mir richtig gut gefallen hat, habe ich gedacht, ja, jetzt liest du dir mal den ersten Band durch. Und ich fand ihn mega gut. Ein Merkmal, wo ich sagen muss, das mir überhaupt nicht gefällt. Und zwar mag ich Naho an manchen Stellen überhaupt nicht. Da geht sie mir total auf die Nerven. Und ja, ich könnte am liebsten das Buch durch die Ecke schmeißen, weil ich denke, hallo Mädel, boah. Nee, ich kann dich überhaupt nicht leihen, aber der Band war echt sehr gut. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir die Reihe auch nur so geholt, weil ich gesehen habe, dass ja fast jeder die hat und gesagt hat, die ist richtig gut. Und ich habe es nicht bereut, den ersten Band geholt zu haben. Also ich fand ihn echt mega gut. Er hat mir richtig gut gefallen. Ich freue mich wirklich auf die weiteren Bände. Das ist echt eine Reihe. Ja, auf die ich übelst gespannt bin, auf die ich mich sehr freue, wie es weitergeht, wie es endet. Mega genial, richtig toll und hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Diesen Monat erst gekauft, aber ich musste ihn trotzdem schon lesen. Und zwar der Abschlussband von My Magic Fridays, Band 11. Im letzten Band hat es ja damit aufgehört, dass Ai ihre Stimme verloren hat oder ja, dass sie mehr irgendwie nicht mehr sprechen konnte. Ja, und in diesem Band ging es da dann nun weiter. Ich werde jetzt aber nicht so viel dazu sagen. Ich fand es einfach nur echt lustig, wie das gemacht wurde, wie sie versucht hat zu sprechen oder irgendwas ja loszuwerden. Also das fand ich echt mega gut. Auch ansonsten hat mir der Band richtig gut gefallen. Fand ich einen sehr guten Abschlussband. War jetzt nicht so ein ja mega tolles Ende. Aber ich fand ihn ganz okay. Ich bin mit dem Ende, so wie es ist, zufrieden. Und ja, muss sagen, dass ich im Großen und Ganzen die Reihe echt gut fand, die mir sehr gut gefallen hat. Und ja, ich auch froh bin, dass ich sie habe. Also war doch sehr gut gemacht. Dann habe ich als nächstes gelesen One Piece Band 37, Band 38. Und Band 39. Ich kann echt sagen, ich habe nach 2 Jahren endlich mal wieder ein Band gelesen oder ja, gleich drei. Aber auch wenn ich es weiß, hat mir sehr gut gefallen. Ja, der Water 7 Arc ist ja jetzt nun vorbei und in dem Band beginnt ja nun der Enies Lobby Arc. Und ja, der Arc ist auch in One Piece einer meiner Lieblings-Arcs. Es sind ja nicht ganz so viele, die ich mag, aber doch ein paar. Und ja, Enies Lobby gehört mit dazu. Und ich freue mich echt drauf, den, ja, den endlich zu lesen. Ich weiß zwar, was passiert, aber trotzdem bin ich sehr gespannt drauf und freue mich echt, auf die weiteren Bände. Dann habe ich wieder eine neue Reihe angefangen zu lesen. Und zwar Bloody Mary Band 1 und Band 2. Und ich muss sagen, ey, die war so mega genial. Ich meine, ein Vampir, der sterben möchte,
ja, und ein Priester, wenn ich nicht so richtig, der irgendwie leben möchte. Also ich fand das echt mega geil. Die ersten zwei Bände waren richtig gut. Ja, auch mit Witz so gemacht und auch die Zeichnungen, die so manchmal, ja, stellt es sich scharf. Jetzt so. Fand ich echt mega gut gemacht. So witzige Stellen gezeichnet. Ernste Stellen, die dann doch wieder zu witzig, ja, zum Witz geworden sind. Also fand ich echt mega gut. Hätte ich nicht gedacht, dass mir der so gut gefällt, aber hat mich doch positiv überrascht und die Reihe möchte ich mir auf jeden Fall ja weiterkaufen, weiterlesen. Ich bin echt gespannt, ja, was noch passiert. Es ist wirklich ja auch Spannendes passiert. Darf ich auch wissen, wie das überhaupt passiert ist und wer ja Mary eigentlich wirklich ist. Aber es soll ja er irgendwie nicht wirklich sein oder so. Also da bin ich echt drauf gespannt und lass mich echt überraschen und hoffe, dass ich ja die weiteren Bände bald bekomme. Dann habe ich ein Band von einer Reihe weitergelesen, wo ich auch schon, ich glaube, eine Weile jetzt nicht mehr gelesen habe. Und zwar Seraph of the End, Vampire Reign, Band 5. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ich werde jetzt aber auch hierzu ja nicht ganz so viel sagen, weil ja die in Deutschland nicht raus sind und ich auch nicht weiß, wer denn ja schon so weit ist und Bescheid weiß über die Geschichte oder wer den Manga jetzt ganz neu anfängt und ja, noch nicht weiß, aber wie auch hier hat mir wieder sehr gut gefallen, waren wieder sehr schöne Szenen drin, sehr spannend, sehr toll, sehr schön gezeichnet und ich freue mich auf die weiteren Bände und ja, bin auch denn gespannt, wie sich das denn nachher von dem Anime abwandeln wird, darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Bei der nächsten Reihe habe ich einfach mal alle Bände, die ich bereits hatte, in einem Zug durchgelesen. Und zwar ist das Kagero Days Band 1, Band 2, Band 3, Band Nummer 4 und Band Nummer 5. Also wie gesagt, schon in einem Rutsch durchgelesen. Ja, ich fand das, was ich bisher gelesen habe, richtig gut. Ja, endlich mal wieder eine Auffrischung. Ist ja doch eine Weile her, dass ich mit der Story irgendwie vertraut bin. Ja, ein bisschen anders ist es auch und ich weiß auch gar nicht, ob einige Sachen überhaupt damals im Anime vorgekommen sind. Zum Beispiel ja diese Szene hier, wo dann, er heißt ja jetzt glaube ich, wie heißt er, Konoha oder so in der Art? Ja, Konoha. Taucht er jetzt auf und er hält denen irgendwie allen die Waffe an den Kopf und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob das damals im Anime überhaupt vorgekommen ist und auch Band 5, ja, weiß ich auch nicht mehr, ob es überhaupt so passiert ist, aber fand ich trotzdem mega gut, war bis jetzt richtig toll und ich freue mich, ja, auf die weiteren Bände, freue mich darauf, wie die Story weitergeht, wie sie sich weiterentwickelt und bin echt gespannt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Manga, den ich gelesen habe. Und zwar habe ich ja nochmal Scary Lessons Band 8 gelesen. Somit auch der letzte Band, den ich zu Hause habe. Ja, der hat mir wieder sehr gut gefallen. Waren jetzt, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht so ganz gruselige Geschichten mit bei. Und ja, die meisten haben ja immer so ein böses Ende oder so ein gruseliges Ende. Aber es gab auch doch einige Geschichten, die, ja, kann man sagen, Happy End oder ein gutes Ende gefunden hatten. Das war in diesem Band auch ein paar Geschichten mit einem guten Ende. Andere oder eine, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ja, mit einem nicht so guten Ende. Aber wie gesagt, auch wieder ein echt toller Band gewesen, der mir sehr gut gefallen hat und ja, auf jeden Fall, wer sowas mag, die Reihe absolut gut. Ich freue mich, wenn ich die nächsten Bände bekomme und ja, hat mir echt sehr gut gefallen. Das war's dann auch für ja, diesen Monat mit meinem Gelesen-Video. Wie ich am Anfang gesagt habe, es war etwas anders gewesen mit den Cuts, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!